In diesem Video wird kurz erklärt, wie man mit Hilfe von GeoGebra einen T-Test durchführt. Wir haben hier das Beispiel mit dem Schinkenbelag einer Fertigpizza mit vorgegebenen Werten, die in GeoGebra in der Tabelle eingegeben wurden. Dann braucht man nur mehr die gesamte Spalte, wo die Werte angegeben sind, markieren und im Werkzeugmenü Analyse einer Variablen auswählen. Nach einer kurzen Bestätigung der Datenquelle kommt es zu einer vollständigen Datenanalyse mit Statistiken, Histogrammen und so weiter. Und unter dem Untermenü Statistik findet man auch hier den T-Test eines Mittelwerts. In unserem Beispiel ist die Nullhypothese μ gleich 30 und die Alternativhypothese μ ist ungleich 30. Man kann hier auch einen einseitigen oder eben wie gesagt einen zweiseitigen Test auswählen. Und schon erhält man den T-Wert 1,48. Vergleicht man nun diesen T-Wert mit dem T-Wert der Teststatistik von 2,776, so fällt auf, dass diese sich weit unterscheiden und die Nullhypothese angenommen werden kann.